Hallo ihr Lieben, ich mache heute für euch bei der No Mirror Make-up Challenge mit. Das heißt, ich werde mich blind schminken. Ich bin schon sehr nervös, weil ich ja bei der letzten Schmink-Challenge ziemlich gescheitert bin. Der Grund, warum ich so komisch heute aussehe, ist, ich habe diese Challenge mal bei Darum oder inzwischen Nilam gesehen und sie hat das so gemacht, dass sie die Hälfte ihres Gesichtes schon vorgeschminkt hatte mit Spiegel und die andere dann im Video. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut, damit ihr noch mehr diesen Vergleich habt, wie es ohne Spiegel bei mir ist. Also ich hoffe, das Video gefällt euch und wir fangen dann an. Ich fange jetzt hier mit Make-up an. Ich glaube, das ist noch das kleinste Problem. Hoffe ich zumindest. Achso, ich wurde auch mal gefragt, warum ich immer mein Make-up auf den Schwamm mache und nicht auf mein Gesicht. Das liegt einfach daran, dass das so eine Angewohnheit von mir ist, weil ich das, wenn es sofort aufs Gesicht kommt, irgendwie extrem kalt und unangenehm empfinde. Ist aber nur so eine Eigenart, hat keinen bestimmten Zweck. So, also ich hoffe, das sieht jetzt noch okay aus. Als nächstes dann Concealer. Dürfte eigentlich auch noch kein gravierendes Problem darstellen. Sage ich jetzt so, wenn ich gleich in den Spiegel gucke, ist es bestimmt anders. Okay, dann Lidschattenbase. Also ich muss sagen, das ist echt komisch, sich ohne Spiegel zu schminken, weil ich gar nicht weiß, wo ich da richtig hingucken soll. So. Und dann machen wir jetzt mal weiter mit den Augenbrauen. Ich glaube, das wird jetzt das erste Schwierige. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie viel Farbe ich jetzt wirklich drauf habe. Okay, egal. Soll euch ja auch unterhalten, das Video. Okay, dann weiter mit Lidschatten. Dann nehme ich als erstes für den inneren Augenwinkel so einen ganz hellen. Ich muss das unbedingt auch mal selber ausprobieren. Das fühlt sich ganz, ganz komisch an, wenn man gar nicht weiß, wo man genau ist. Ja, okay. So, und dann habe ich bei meinem anderen Auge noch einen dunklen Lidschatten für den äußeren Augenwinkel verwendet. Okay, ich glaube, jetzt fängt der schwierige Teil an. Oh Gott, ich spüre schon, dass ich ganz daneben liege. So, und jetzt versuche ich das mal durchs Verblenden zu retten. Ich bin echt gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Okay. Ach ja, genau. Und dann noch hellen Lidschatten unter der Augenbraue. Ich glaube, hier ist es richtig. So. Ja. Dann machen wir erstmal weiter mit dem Gesicht. Abpudern, das dürfte jetzt auch nicht das Problem sein. Und dann noch Rouge. Okay. Ich glaube, ich bin gleich richtig overblushed wahrscheinlich. Aber egal. So, und ich glaube, der aller schwierigste Teil ist jetzt hier der Lidstrich. Ich habe den auch an meinem einen Auge ziemlich dick gemalt. Mal gucken, wie das wird.
Oh Leute, ich ahne echt Schlimmes. Es fühlt sich so schrecklich an ohne Spiegel, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt ungefähr hier bin. Ich glaube, ich lasse es lieber, es kann nur noch schlimmer werden. Okay, dann als nächstes Wimpern tuschen. Ich glaube, das wird auch ziemlich komisch. Ich glaube, ich sehe inzwischen aus wie ein Clown. Es fühlt sich so verklebt irgendwie alles an. Okay, und als allerletztes noch der Lippenstift. Ich glaube, der wird jetzt wieder etwas weniger das Problem. Hoffe ich zumindest. Okay, dann gucke ich doch jetzt mal einfach in den Spiegel. Also mit dem Lidschatten habe ich eine richtige Katastrophe gebaut. Und der Eyeliner. Also die Grundform vom Eyeliner stimmt zwar, aber es ist schrecklich, wie so eine Dreijährige, die Schminke ihrer Mutter entdeckt hat. Ich hole euch mal näher ran, damit ihr das besser sehen könnt. Seht ihr das? Ja. Wunderschön. Anscheinend lege ich bei diesen Schmink-Challenges immer einen riesigen Fail hin. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann klickt auf Abonnieren. Ich habe euch jetzt hier noch zwei weitere Videos von mir verlinkt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!